Dankeschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ebenfalls ganz herzlich zum Lunch-Workshop von der Firma Syntellix begrüßen. Herr Professor Kirschner hat es gesagt, wir haben es mit einem neuen Implantat zu tun, das uns sicherlich im perioperativen Verlauf und genauso während der Implantation gelegentlich vor Neuerungen stellt und für Besonderheiten. Wir wollen Ihnen heute mit Tipps und Tricks, damit Sie keine Komplikationen erleben, damit Sie all diese Dinge, die teilweise missinterpretiert werden, jetzt heute aus erster Hand erfahren, beiseite stehen. Wir haben das aufgeteilt in zwei Parts. Die Magnesiumschraube wird nicht nur an der Hand und Fuß eingesetzt, aber wir wollen es heute von der Seite Hand und Fuß beleuchten. Herr Schechinger wird sehr interessante Fälle zum Einsatz der Magnesiumschraube bei Skaphoidfrakturen vorstellen, Herr Jaschke am Fuß und ich ebenfalls. Meine Ausführungen stützen sich, Herr Professor Kirschner hat es gesagt, auf über 350 implantierte Doppelgewinde Magnesiumschrauben seit Juli 2014. Ich habe sie ausschließlich bei Chevron und Youngswick Osteotomien verwendet. Inzwischen, seit ungefähr einem Jahr, verwende ich die Schraube auch bei Akin Osteotomien. Die Operationen wurden ausschließlich von mir vorgenommen. In der Startphase habe ich vom gesamten Volumen der Hallux Valgus Korrekturen ungefähr 10% mit der Schraube versorgt, später 70% und inzwischen sind es nach Durchlaufen von Lernkurven über 90%. Das Schraubendesign, haben Sie sich vielleicht am Stand schon angeguckt, ist typisch wie eine Herbertschraube, die wir schon seit vielen Jahren kennen. Ich verwende überwiegend die 3,2 mm Schraube für die Korrektur am Metatarsale 1. Die Schraube ist kannuliert, selbstschneidend und hat die typischen unterschiedlichen Gewindegänge und ein sehr stabiles Torx-Schraubenkopfgewinde. Hier nochmal das Design im Bild. Es gibt unterschiedliche Größen 2,0 bis 4,8. Für die Akin-Osteotomie verwende ich die kleineren Schrauben, die 2,0er Schrauben und die 2,7er Schrauben. Ich möchte Ihnen jetzt drei wesentliche Punkte präsentieren, die man wissen muss, wenn man mit einer Magnesiumschraube oder überhaupt mit einem Magnesiumimplantat hantiert. Vor der Operation ist sozusagen nach der Operation, um Missgeschicke zu verhindern und spätere Fehlinterpretationen im postoperativen Verlauf, müssen die drei Punkte heute klar zur Aussprache kommen. Es geht zum einen um die Besonderheit des Metalls und damit möchte ich jetzt gleich beginnen. Es handelt sich um eine metallische bioabsorbierbare Schraube. Sie ist ausgesprochen leicht, hat einen hohen Magnesiumanteil, Nickel und Aluminium frei. Wichtige Punkte sind, die Schraube ist osteokonduktiv, antiinfektiös, sie hat knochenähnliche elastische Eigenschaften, baut sich zu Knochen um, ist nicht magnetisch, was für sie im postoperativen Verlauf von Vorteil ist und sie hat, wie eben erwähnt, ein stabiles Torx-Gewinde und ist für den Einbau kannuliert vorgesehen. Dass die Schraube osteokonduktiv ist, hat große Vorteile beim Einsatz bei Problemfällen. Sie ist osteointegrativ, ich werde danach zum späteren Zeitpunkt noch mal kurz darauf eingehen. Und sie hat noch einen weiteren Vorteil, sie bildet in unmittelbarer Umgebung zwischen Schraube und Knochen eine antiinfektiöse Schicht, also ein basisches Milieu mit pH-Werten bis 9,5. Ein großer Unterschied zu Polylaktitschrauben und auch zu Titanschrauben, gerade im Hinblick bezüglich der allergenen Potenz. Der zweite wichtige Punkt ist die Handhabung für Sie als Chirurgen beim Einsatz der Schraube, also bei der Implantation. Das ganze Verfahren ist Ihnen bekannt, da brauche ich nicht näher drauf eingehen. Platzieren des Kirschnerdrahtes, Ausmessen der Schraube und schließlich nach Vorbohren das entsprechende Eindrehen der Schrauben. Es gibt Längen von 10 bis 40 mm. Es werden für die Hallux Valgus Versorgung Längen benötigt von 16 bis 24 mm. Dennoch gibt es hier eine Lernkurve für Sie als Chirurgen. Wir müssen bedenken, der Schraubenkopf entspricht nicht ganz exakt einer Titanschraube, etwa zu 80%, 75, 85, je nachdem, wie man das
betrachtet. Sie werden das selber bemerken, wenn Sie die Schraube einbauen. Das heißt, das Überdrehen des Schraubenkopfes ist durchaus möglich. Es ist absolut zu vermeiden, dass fehlerhaft aufgebohrt wird mit dem Stufenbohrer, und ein mehrfaches Eindrehen der Schraube ist nicht ganz so gut möglich wie bei einer Titanschraube. Das Abkneifen des Schraubenkopfes wird unterschiedlich von den Magnesiumanwendern betrachtet. Ich selber halte es für nicht günstig. Durch den hohen Abrieb, der dann in unmittelbarer Umgebung besteht, gibt es Probleme, auf die ich nachher noch eingehen werde. Der direkte Einsatz der Schraube mit weiteren Legierungen, die mit der Magnesiumschraube in Berührung kommen, ist zu vermeiden, weil es ungünstige Elektrolytflüsse gibt. Ganz besonders wichtig für die Chevron- und Youngswick-Osteotomie im Vergleich zu den Scarf-Osteotomien ist, dass Sie berücksichtigen, dass schräg zur Kortikalis eingebohrt und eingeschraubt wird. Das heißt, man muss ordentlich aufbohren, damit der Schraubenkopf nicht überlastet wird und es zu einem Überdrehen kommt. Der dritte Punkt ist die perioperative Behandlung. Ich gehe davon aus, dass Sie als Chirurgen sich auch um die Nachsorge des Patienten kümmern. Das ist bei der Magnesiumschraube besonders wichtig. Die Magnesiumimplantate unterliegen einer Magnesiumdegradation. Es kommt im Rahmen eines Korrosionsprozesses zu Magnesiumhydroxid und Wasserstoff. Es kommen die Osteoblasten und Klasten ins Spiel, die ein Osteoid bilden und dann letztendlich zur Mineralisation der Schraube bzw. der Schraube in Knochen sich dieser Prozess vollzieht. Hier sehen Sie das nochmal etwas genauer dargestellt. Es bildet sich also diese Magnesiumhydroxidschicht in unmittelbarer Umgebung der Schraube. Es strömen Chloridionen ein, die Schicht wird zersetzt. Es entsteht Calciumphosphat und Calciumapatit. Und daraufhin können die günstigen Zellen, die wir ja wünschen in der Umgebung, die Osteoblasten und Osteoklasten einströmen, und es bildet sich dann ein Osteoid, was innerhalb eines bestimmten Zeitraums von Wochen mineralisiert. Im Rahmen dieses Prozesses der Degradation kommt es zu radiologischen Auffälligkeiten, die, Herr Kirschner hat es gerade angesprochen, erheblich missgedeutet werden. Deswegen müssen Sie jetzt ganz besonders gut aufpassen. Es gibt hier diese leider Gottes immer wieder als Aufhellungssäume und Lysen bezeichneten Phänomene, die keinesfalls das, was ich gerade gesagt habe, darstellen. Es ist im Rahmen des Korrosionsprozesses der Degradation eine bildgebende Auffälligkeit. Sie sehen das im DVT, in der DVT dreidimensionalen Röntgenaufnahmen noch wesentlich besser und wesentlich erschreckender, ist aber nicht erschreckend. Wir haben seit einem Jahr ein 3D-DVT-Gerät und können das sehr gut nachvollziehen, dass sicherlich der ein oder andere nach diesem Bild sagen wird, das funktioniert nicht. Ich werde Sie aber zum Ende des Vortrags, kann ich Sie beruhigen. Zweiter wichtiger Punkt bei der radiologischen Besonderheit ist die Entstehung dieser Weichteilverschattung, dieser Gasblasen, die im Rahmen der Degradation durch Entstehung von Wasserstoff fast regelmäßig in unterschiedlichen Größenausdehnungen zu sehen sind. Auch hier in der DVT-Aufnahme wieder ganz eindeutig zu sehen, diese direkt im Öffnungsloch entstehende Gasblase. Das führt auch zu klinischen Besonderheiten in der ersten Phase nach Einsatz von Magnesiumschrauben. Das heißt, es kommt gelegentlich zu ödematösen Verschwellungen des Fußrückens, die wir auch beobachtet haben, zwischen dem 2. und 10. Tag. Ein weiterer Vorteil der Schraube im Verlauf über Monate gesehen ist die Darstellbarkeit und die Nachweisbarkeit. Das heißt, die Schraube ist, wie Sie es hier sehen, nach 14 Monaten, 19 Monaten, 16 Monaten noch zu sehen. Das hat große Vorteile für Revisionsoperationen, bei denen Sie allerdings die Schraube nicht entfernen müssen. Aber Sie können sehr gut beurteilen, was ist hier knöchern eigentlich passiert. Hier ein Beispiel einer Youngswick-Osteotomie im Verlauf, im postoperativen Verlauf. Sie sehen das Ergebnis 5 Wochen danach und dann 6 Monate. Ist also so, dass diese radiologischen Besonderheiten keinesfalls beängstigend sind.
Sie haben keine Auswirkungen auf die postoperativen Heilungsverläufe und sie verzögern vor allem nicht die knöcherne Heilung. Diese Begriffe, die ich vorhin genannt habe, Lockerung, Lysesaum, Entzündungsreaktion und Erosion, sind Fehlinterpretationen. Das heißt, wir müssen nicht nur beim Einbau, sondern auch beim postoperativen Verlauf eine Lernkurve durchlaufen. Wir müssen erlernen, die Röntgenbilder zu befunden und richtig zu interpretieren. Dass dies alles funktioniert, haben wir gerade in einer aktuell laufenden Studie vorgelegt, die in den nächsten Wochen auch veröffentlicht wird im Foot and Ankle Surgery Journal. Hier sieht man, dass sich in den wichtigen Positionen keine signifikanten Unterschiede ergeben. Ganz im Gegenteil, man sieht, dass die Vergleichsstudie eindeutig beweist, dass die Ergebnisse für beide Schraubentypen gleich sind. Ich spare mir die Zusammenfassung, es geht ja auch noch weiter, möchte aber als Ersatz für die Zusammenfassung darstellen, warum ich auf die Magnesiumschraube umgestiegen bin und warum ich nach wie vor oder weiterhin die Magnesiumschraube präferiere. Ich hatte große Probleme mit der Polylaktitschraube bei jüngeren Patienten, das heißt beim Einbau. Die Schraubenköpfe nudeln oft durch. Es muss umständlich bei nicht kanulierter Möglichkeit des Schraubeneinbringens vorgebohrt werden. Und die Stabilität ist auch sehr in der Diskussion. Ebenso die Gewebereaktion. Gleichzeitig ist der Wunsch der Patienten nach bioresorbierbaren Implantaten groß. Und für mich ein wesentlicher Grund, nicht selten muss nach einer fehlgeschlagenen Youngsweg- oder Chevron-Osteotomie, bei der die Arthrose des Großzehengrundgelenkes nicht ins Kalkül gezogen wurde, eine Nachoperation durchgeführt werden. Das können Sie bei resorbierbaren, bioresorbierbaren Implantaten viel günstiger und einfacher vornehmen, als wenn Sie Stahl oder Titan einbauen. Damit komme ich jetzt, was mein Part anbelangt, zum Ende. Wir können jetzt einige wenige Fragen zulassen, bevor wir dann nachher am Ende die gesamten drei Vorträge nochmal diskutieren. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die jetzt stellen. Ich sehe ganz schlecht, weil ich total geblendet werde. Ich bräuchte vielleicht eine Sonnenbrille. Gut, dann machen wir mit Herrn Schmidt.